Moin aus der Walsbüller Kirche. Wir sagen euch an den lieben Advent. So beginnt ein Adventslied. Der Advent ist für die meisten von uns eine wirklich schöne Zeit. Leider macht das Coronavirus uns auch in diesem Jahr wieder einen Strich durch die Rechnung. Die Zahlen der Infizierten steigen und steigen und im Süden Afrikas ist eine neue Form entdeckt worden, die wohl noch gefährlicher ist als die bisherigen. Und unsere Gesellschaft trennt sich in zwei Lager mit der Frage, ob Impfen dann gut ist oder nicht. Und die Positionen verhärten sich mehr und mehr. Um das klarzustellen, ich denke, dass Impfen eine der größten Errungenschaften der Medizin ist. Aber gegenseitige Verurteilung bringt gar nichts. Corona bringt nicht nur solchen Streit, sondern verschärft auch noch so manches andere. Am Donnerstag war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, das man gerade in der Advents- und Weihnachtszeit sehr weit von sich weisen möchte. Da möchten wir es doch gemütlich haben mit Keksen und Liedern und Büchern und ach, wie schön. Aber allein in Deutschland erlebt jede vierte Frau mindestens einmal im Leben körperliche oder sexuelle Gewalt. Am schlimmsten ist das, finde ich, wenn es in Beziehungen geschieht. Und Corona verschärft das Ganze dann noch, weil die Pausen und auch die Fluchtwege dann durch diese Eingeschlossenheit weg sind. Heute ist der erste Advent. Der Predigttext erzählt von einer geradezu himmlischen Hoffnung auf Rettung. Seht, es kommt die Zeit. Jeremia predigt von Rettung aus Gefangenschaft durch Gott. Erster Advent 2021. Corona schließt uns wieder mehr und mehr ein und vereinsamt uns. Und damit kommen wieder all die schweren sozialen Folgen. Seht, es kommt die Zeit, da wird alles anders. Wir haben Advent und das ist die Zeit der Hoffnung. Wir Christinnen und Christen hoffen auf Weihnachten, darauf, dass wir uns besinnen, dass Jesus als Retter geboren wurde. Alle Jahre wieder machen wir mit Weihnachten dieses Wunder greifbar. Seht, es kommt die Zeit, da wird alles anders. Jeremia predigt im Alten Testament von dieser Hoffnung auf Rettung. Vor 2000 Jahren wurde die christliche Hoffnung geboren und wir hoffen dieses Jahr mehr als sonst auf Rettung aus den Gefahren, die uns bedrohen. Manches können wir selbst in die Hand nehmen oder uns helfen lassen, auch wenn das viel Mut erfordern mag. Für anderes können wir nur beten. Allein, füreinander oder zusammen. Vielleicht bekommen wir so dann einen lieben Advent. Seht, es kommt die Zeit, da wird alles anders. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.